Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus, wo wir es endlich geschafft haben, aus der Anstalt zu entkommen, aber das Gelände leider noch nicht verlassen können, denn die Anstalt ist von Stacheldrahtzäunen umgeben. Und wir sagen als erstes, gucken wir mal hier in die Garage, denn wir müssen ja immer noch ein Fluchtauto sicherstellen und das ist wahrscheinlich das Teil hier. Blöd ist nur, da fehlt ein Reifen. Ist einen Spalt weit offen. Können wir es öffnen vielleicht? Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Nicht mit der Hand. Also, Moment. Hallo? Ist da jemand drin? Keine Antwort. Vielleicht sind sie schüchtern. Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn, Edric? Es ist zu. ja, es ist ein Spalt breit offen. Wie kommen wir da jetzt da durch? Ich würde einfach mal spontan sagen, das ist nämlich so ein bisschen, das erinnert mich etwas an Gabriel Knight, falls ihr das kennt, vor allem den dritten Teil, denn da muss man auch ein Fenster öffnen mit Hilfe eines Kleiderbügels. Mit Hilfe eines Kleiderbügels. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Das sag ich doch. Plopp. So, können wir jetzt öffnen? Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Wir brauchen den Schlüsselmeister. Starthilfekabel haben wir hier unten. Rüstzeug im Kampf gegen die Antriebslosigkeit. Kann's jetzt losgehen? Und ab! Lieber nicht. Harvey steht auch so schon unter Strom. Hagedi, guckedi, magedi, muggedi. Oh Gott, das ist so durch. So, wir nehmen die Starthilfekabel schon mal mit. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Reifen finden. Der Motor wird bestimmt nicht funktionieren, wenn wir hier schon Starthilfekabel finden. Ach, wir können die Achse nicht mal auswählen. Na gut. Aber den Schraubenschlüssel ist leider kein Schaltschraubenschlüssel, aber immerhin. Der sieht nützlich aus. Oh. So. Ein bisschen am Lack schnüffeln vielleicht noch. Bringt eventuell die ein oder andere Idee. Bordeaux Metallic. Oh, das ist Inventar. Ihr unnützen Lackaffen. Bordeaux Metallic, sind das alles unterschiedliche? Bordeaux Metallic? Nein, sind es nicht. Okay, dann sind wir hier soweit fertig. Erstmal. Oder ist ja noch was drin? Ich kann ja noch mal reingucken. Ich könnte Karriere als Autoknacker machen. Wir müssen den Schlüsselmeister holen, aber ich will mich jetzt erst in den Gartenanlagen noch umsehen. Aber bevor wir die Garage verlassen, natürlich der obligatorische Klick in die obere linke Ecke. Ja, dieser Raum ist eigentlich sehr funktionell und schlicht gestaltet auf den ersten Blick. Darum habe ich auch gar keine guten Geschichten zu diesem Raum, die nicht schon das ein oder andere Rätsel hier spoilern würden. Darum habe ich mir eben gerade nochmal, um irgendwas erzählen zu können, die ganzen Item-Reaktionen mit den Objekten hier im Raum durchgelesen und muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert. Lauft weg! Das ist alles nur Unsinn! Alles nur Unsinn! Unsinn! Jetzt bin ich neugierig. Was könnten wir denn nochmal interagieren hier? Aufmachen! Polizei! keine Reaktion. Das kann ja eigentlich hier nur die Lackdosen oder sowas sein. Nein, danke. Ich trinke nicht im Dienst. Jetzt haben wir so ein rotes Telefon wie in den 60er-Jahre-Filmen. Yippie, lass uns den dritten Weltkrieg auslösen. Später, kleiner Kumpel, später. Oh, jetzt fange ich an, hier rumzuhusten. Das geht ja gar nicht. Wir haben jetzt ein rotes Telefon. Wo ist das Telefon? Das stimmt ja gar nicht. Das ist nicht rot, das ist gelogen. Naja, wie auch immer. Gut, wir ziehen erstmal von dannen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hinten rum. Ab in den Garten.
Wunderschöne Garten hier, wunderschön. Dahinter ein paar Fensters. Das ist der Gruppentherapieraum. Die Gruppe ist fort. Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Doch, 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 die essen, die essen. Pizza und Chips und Donuts und Pizza. Naja, wie auch immer. Ein Zen-Garten. Ich kann den Zen-Garten nicht anschauen, das ist ja fies. Gut. Dann halt die Vogeltränke. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Aber warum? Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Können wir da vielleicht irgendwas... Die Cornflakes, die frisst sie einmal gleich selber. Da können wir nichts reinfüllen irgendwie. Oh, eine Vogeltränke. Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Was? Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer wildert in unserem Revier. Ja, vielleicht. Wachturm. Garten vors Haus. Zen-Garten. Hier ist so viel zu anzugucken und zu machen. Aber auf den einzelnen Bildschirmen, das sind ja immer Zehntausende von Ausgängen. Da ist irgendwie nicht so wirklich viel, womit dann tatsächlich interagieren kann, oder, Poki? Ich mochte immer die Itemreaktionen auf die Vogeltränke, weil Harvey immer Störche fangen will und Edna versucht, es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich. Die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. So, man würde es ihm schon irgendwie gönnen. Auch wenn Störche selten sind, aber es hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Das stimmt natürlich. Harvey will Störche fangen. Ich bekomme keine Verbindung. Nur so ein Piepen. Wachtelmeister Edna Konrad vom Paraornithologischen Dezernat der Bundespolizei brütet über der verdächtigen Liste im Doppelmordfall Capulet Montagu. War es die Nachtigall oder die Lerche? Haha, Mensch, ist ja. Die Edna ist ja richtig literarisch bewandert hier. Sie hat Shakespeare gelesen. Aha, wir können hier Steine verschieben. Sehr schön. Nur was bringt uns das? 5 Steine, 5 Ebenen quasi. Und wie viele Positionen? 1, 2, 4, 5. 5 mal 5. Ja, das, ich denke mal, da fehlt uns noch ein Hinweis für. Deswegen marschiere ich erstmal weiter. Hallo. Die Hake lehnt an der Wand, als wollte sie gestohlene Uhren verkaufen. Hey. Hey, pst. Hey, du. Hier drüben. Möchtest du mal was ganz Seltenes sehen? Es sieht so aus, als würde sie Hi sagen. Nehmen wir mal mit. Wird schon keiner vermissen. Ist ja sonst noch irgendwas? Die Mauer. Das ist der erklärte Etappenfeind. Dann teil ihm das mal mit. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Und auch irgendwie total unpassend. Was hältst du von dieser Mauer, Harvey? Sie steht zwischen uns und der Freiheit. Damit hat sie sich den falschen Platz ausgesucht. Ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir kommen darüber oder dadurch. Das schaffen wir. Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Hake aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren. Also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Ja, ist schon schade, was man so für Einbußungen dann in der Hinsicht hat, wenn dann das eigene Geschäft erfolgreicher wird und man sich so ein bisschen mehr dann auch den Normen der Industrie anpassen muss, um halt geschäftstüchtig zu bleiben. So, vors Haus oder so. Wir gehen jetzt dann zum Wachturm. Weil vors Haus kommen wir ja dann quasi wieder in diesen Rundlauf, wo wir letztendlich wieder vor der Garage stehen werden dann.
Und hier ist das Tor. Da ist unser Ziel. Da müssen wir durch. Hier schon in schön rot gehalten. Da hat der Poki auch schon was zugesagt. Zu der Farbgebung des Himmels. Interessanterweise kann ich hier kaum was machen mit dem Wachturm. Ich kann da echt nur reingehen. Das ist echt nur ein gewaltiger Bildschirm mit einem Ausgang. Ah, für die Tür zum Wachturm hatte ich eigentlich nochmal ein Rätsel konzipiert, das ich schließlich weggelassen habe, weil die Hotspots einfach unmöglich waren. Es war viel zu klein. Aber tatsächlich konnte man das Kaugummi von Hoti oder Moti zerkauen lassen. Das Kaugummi, mit dem man die Autoalarmanlage auslöst. Und dann sollte man das hier ins Türschloss kleben, damit die Tür offen bleibt, nachdem einem der Wächter halt immer wieder rausscheucht. Das habe ich schließlich weggelassen. Schade eigentlich, die Idee war gut. Und ich glaube, jetzt ist das die Tatsache, dass man das Kaugummi aufnehmen kann, vollkommen sinnlos. Außer natürlich, dass man es überall rückwirkend wieder hinkleben kann. Tja, bescheuert. Das Kaugummi, das ihm aus dem Fenster spuckt, oder welches? Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Guten Tag. Hier sind Fässer. Hier bewahrt Dr. Marcel seine schiefgegangenen Genexperimente auf. Bist du sicher? Nein, aber es liegt doch nahe, oder? Hallo? Ist jemand da drin? Vielleicht sind die Tentakelwesen, die dort wohnen, gerade zum Bäcker. Harvey ist noch gut in Schuss. Ich werde den Teufel tun, ihn zu entsorgen. Die Tentakelwesen, die da wohnen, auweia. Ja, dieser Screen war interessant zu scripten. Erstmal wegen der Treppenanimation, dann weil halt ein Nebencharakter eben die ganze Treppe an ihr vorbei runterlaufen können musste und man kann sich halt irgendwo verstecken und dann muss er sie finden können und so weiter. Diese Spezialanimation von Edna, wie sie sich im Schrank versteckt, die halt nur aus einem einzigen Frame besteht. Also sie kann auch hinter die Treppe laufen und außerdem die Treppe hoch. Da waren ganz schön viele Tücken in diesem Screen. Ich habe aber trotzdem viele nette Erinnerungen daran. Also erstmal das fröhliche Hihi, wenn sich Edna in dem Schrank versteckt, war für mich immer so der Inbegriff von Grundfröhlichkeit, wenn sie in brenzligen Situationen ist, dass sie trotzdem halt mit der Situation spielt. Außerdem ist in diesem Screen natürlich meine Lieblingsreaktion mit dem Captain Unbrauchbar Comic, und zwar bei den Altölfässern. In diesem Bild sieht man, wie Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer schüttet. Wahrscheinlich hat er nicht bemerkt, dass er dabei gezeichnet wird oder so ähnlich. Schön. Da hat irgendwas gehupt gerade im Hintergrund, habt ihr das gehört? Das will ich mir gleich nochmal selber anhören. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Es ist sowas von bescheuert einfach nur. So, ein Wächter, der an uns vorbeilaufen kann und Edna kann sich im Spind verstecken, ja? Spindig. Ich glaube, ich spinde. Hallo? Ist hier noch frei? Dämlich, ey. Gut, dann gehen wir mal. Uah. Na warte! Dich krieg ich! Was ist das für ein Type? Hey! Wo bist du hin? So, mal schnell hoch hier. Was ist denn das für ein Raum hier? Monitor, Radio. Wir haben bestimmt nicht so unglaublich viel Zeit. Keine Zeit fernzusehen. Oh nein, er kommt. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Ich würde ja zumindest erstmal interessieren, was Poki zu dem Raum da oben zu sagen hat, so unabhängig davon, was wir da letztendlich machen müssen. Das können wir von mir aus dann auch später ausprobieren. Na warte, dich krieg ich! Toll wäre es natürlich, wenn wir ihn irgendwie aussperren könnten. Wir haben einen Generalschlüssel, hey, vielleicht können wir ja abschließen da unten. Wo bist du hin? Das probiere ich jetzt mal. Das klappt so nicht. Gut, Poki? Ja, eigentlich steht man, sobald man diesen Raum betritt, ja unter großem Zeitdruck.
Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ihr jetzt auf den Entwicklerkommentar-Knopf gedrückt habt. Ihr habt wahrscheinlich keine Angst, dass der Wächter in der Zwischenzeit, während ich jetzt rede hier, die Treppe hochkommt und euch wieder vor die Tür setzt. Nein, nein, ihr drückt erstmal auf diesen Knopf. Genau auf diese Weise sind auch die Kommentare zu dem grünen Knopf unter anderem entstanden. Selbst in diesem Raum, in dem man ja wirklich eigentlich nicht viel machen soll, außer das Kabel durchzutrennen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Und den grünen Knopf zu drücken. selbst hier habe ich halt noch alle Item-Reaktionen geschrieben. Und total widersinnigerweise bin ich mit dem Schreiben der Reaktion immer wütender auf den potenziellen Spieler geworden, der halt überhaupt diesen Quatsch ausprobiert. Und habe halt angefangen rumzumeckern und halt zu sagen, ja, warum probiert ihr das? Also durch die Blume natürlich so, auf Edna-Manier so. Ja, lass dir Zeit. mach ruhig. Probier erstmal das mit dem Knopf aus, so nach dem Motto. Also, probiert es ruhig aus. Es ist lustig. Es treibt mich in den Wahnsinn, aber macht es ruhig. Macht es. Ja, okay, gut, dann machen wir das natürlich mal. Wie der wohl funktioniert? Erstmal die Hotline anrufen. Ja, hallo? GHC grüner Knopf Hotline Corporation GmbH und Co. KG? Ich habe hier einen grünen Knopf. Können Sie mir sagen, wie er funktioniert? Ich verbinde Sie mit unserer technischen Hotline. Haben Sie bitte Geduld. Es kann einige Stunden dauern. Achso, ab jetzt kostet Sie der Anruf übrigens 50 Cent pro Nanosekunde. So ein Mist. Überall dasselbe. Oh nein, er kommt. Ich verstehe schon, was Poki meint. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. So, aber der Poki hat uns ja jetzt schon verraten, was wir da oben machen müssen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wenn wir denn nun schon hier sind. Also den grünen Knopf drücken und das Kabel durchtrennen. Dafür Wer haben ist wir da? Ja die Schere quasi. Na warte, dich kriege ich. Ich finde dieses Bild so toll, diese Zeichnung, wie sie da im Spind steht. Hey, wo bist du hin? Sie posiert ja richtig da, mit Arm hoch und alles. So, benutze grüner Knopf. Warte, das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. Oh nein, er kommt. Okay. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Ja, zumindest. Marsch, zurück zu den anderen und lass dich hier nicht wieder blicken. Zumindest wissen wir jetzt schon mal ganz genau, was wir hier machen müssen. Das hat der Poki uns ja netterweise verraten, obwohl das hätte ich wahrscheinlich so auch gemacht. Irgendwann. Gut, dann gehen wir mal weiter gucken, was es hier sonst noch so gibt. Hier schön groß vor dem Haus. Da hinten sind wir gestartet in der heutigen Folge. Hier ist jetzt nur so ein Gesamtanblick von dem Haus. Ich glaube, viel mehr wird hier auch nicht sein. Einfach nur so ein Bildschirm, wo man nochmal gezeigt wird, das ist die Anstalt, da wart ihr drin. Hier ganz oben haben wir gestartet. Inzwischen sind wir hier unten, das ist schon ziemlich cool. Ja, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merkt, ich habe mir größte Mühe gegeben, dass die Innenräume der Anstalt logisch zusammenhängen und dass man entsprechend auch von außen erkennen kann, welcher Raum hinter welchem Fenster zu sehen ist. Nicht in jedem Fall gelungen, aber also ganz von den Proportionen, aber die Fensteranzahl zumindest stimmt. So ist zum Beispiel im zweiten Stock im Turm ja Alfreds Altarzimmer zu erkennen, der rote Lichtschein und so weiter und so fort. Weniger Mühe habe ich mir offenbar mit den Wolken gegeben. Und natürlich mit der Limousinen-Animation. Ganz interessant finde ich, wie ich hier in diesem Screen das Gras gemacht habe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Texturpinsel verwendet habe. Ich habe diese Option einfach gefunden bei Photoshop und dachte, das ist ja geil. Und das fällt zwar auf so einen Rahmen, aber auch nur, wenn man sich über irgendwas wundert. Aber ich glaube, in dieser Phase des Spiels ist man da schon drüber weg. Also ich bin ganz ehrlich, ich wundere mich hier über gar nichts mehr. Ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich einfach nur noch akzeptiere. So, geh zum Haupteingang oder zur Limousine. Wenn wir zum Haupteingang gehen, gehen wir dann wirklich zum Haupteingang oder gehen wir durch den Haupteingang? Das ist ja schon ein Unterschied. Lieber nicht. Da sitzt diese Wache am Empfang. Also sie wäre da jetzt wirklich reinmarschiert, okay.
sind wir hier bei der Limousine. Hier hinter das Haus, da haben wir gestartet. Oh, da ist das Kaugummi, von dem er gesprochen hat. Ist das etwa mein altes Kaugummi? Nimm's mal mit, probier mal. Edna. Da ist ein wässriger Film auf dem Kaugummi. Entweder das hatte schon mal jemand im Mund, oder es gibt hier Nacktschnecken. Njam. Oder beides. Das wollte ich auch gerade sagen. Njam, njam, njam. Oh Gott. Ich hatte einfach gehofft, dass es dem Spieler genauso viel Spaß machen würde, Dr. Marcells Limousine zu zerstören wie mir. Ich erinnere mich noch, dass ich während des Zeichnens so richtig in einen Wahn geraten bin, halt irgendwie da noch eine Beule in die Seitentür zu klopfen und noch einen Scheinwerfer zu zertrümmern. Ja, das war schon befreiend. Außerdem gefällt mir die Figur des Chauffeurs sehr gut, der halt nur zwei kurze Auftritte hat oder drei, aber gar nicht in diesem Bild, sondern in der Eingangshalle steht er ja in diesem Spielteil ganz alleine rum und fühlt sich unbeobachtet. Und singt dann Don't Cry For Me, Argentina. Das fand ich immer so rührend, dass er halt irgendwie, wenn er alleine ist, Don't Cry For Me, Argentina singt. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, weil es so autobiografisch ist. Don't Cry For Me, Argentina. Oh, Wii U, das ist Schleichwerbung hier. Wer war das? Da müssen wir jetzt wahrscheinlich. Können wir jetzt irgendwie an ihm vorbei oder irgendwas hier? Das wäre ja hier durch die Haupthalle dann, ne? Und am besten gleich erstmal nach oben. Wir wollen ja zum Schlüsselmeister. Der ist ja hier irgendwo. Hinter einer dieser Türen. Oh, Ladebildung. Ja, gleich auf Anhieb die richtige gefunden. Okay, wunderbar. Dann haben wir uns jetzt draußen im Garten umgesehen. Wir wissen, was wir tun müssen, um das Tor zu öffnen. Was wir jetzt noch tun müssen, ist unseren Fluchtwagen auf Vordermann bringen und natürlich den Schlüsselmeister befreien. Und mindestens eine dieser Sachen werden wir in Angriff nehmen in der nächsten Folge von Edna bricht aus.